Auch heute geht es wieder um die Corona-Krise. Ich habe im letzten Mal über Corona gesprochen, heute geht es weiter. Wir haben letztes Mal über Psalm 91 gesprochen, wie Psalm 91 dein Leben verändern kann. Vor allem als Christ kannst du erleben, wie Psalm 91 zu deinem Lebensmotto wird in der Corona-Krise, aber auch in jeder Lebenskrise. Gott möchte dich beschützen gegen alle Wahrscheinlichkeit und er möchte dich vor allen Plagen beschützen. Ich habe letztes Mal erwähnt, dass Christen sich uneinig sind darüber, ob die Regierung zu viel macht oder zu wenig macht und. Aber wir haben festgehalten, Christen müssen gemeinsam beten. Und das ist unsere Aufgabe heute, Aufgabe in der jetzigen Zeit hier in Deutschland. Wir müssen jetzt beten. Wir haben Vollmacht und wir haben Zugang zu Gott. Und wir als Christen, der Leib Christi, muss aufstehen und jetzt beten. Wir haben festgestellt, dass wir als Christen unterwegs sind und die Krise anders wahrnehmen als Menschen, die Gott nicht kennen. Menschen, die Gott nicht kennen, vergehen oft vor Angst. Selbst Christen, manche Christen, die noch nicht fest in Christus sind, die keinen festen Stand haben, haben Angst und Panik. Aber Gott möchte, dass wir durchgehen und zwar nicht als Teilnehmer, sondern als Beobachter. Haben wir letztes Mal gehört gehabt, Psalm 91, Vers 8. Ja, mit eigenen Augen wirst du es sehen und zuschauen. Du bist ein Zuschauer. Ich möchte den ganzen Psalm nochmal vorlesen. Ich denke, das wird dich ermutigen und jeden, der das hört. Und es wird dir helfen, die Predigt zu verstehen. Psalm 91 von Verse 1 bis zum Ende. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest, auch vor Corona. Vers 4. Er wird dich mit seinen Fittichen bedecken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Ganz kurz zur Erinnerung, ich habe letztes Mal festgestellt, der Psalm kommt von Mose und er schreibt den Psalm inmitten einer Kriegssituation. Ja, in seinem Lager. Sie haben Angst gehabt vor einer Seuche, die ausbrechen könnte im Kriegslager. Und sie haben Angst gehabt vor feindlichen Pfeilen, vor feindlichen Angriffen. Deswegen ist der Psalm 91 wirklich aus dem Leben, aus einer Krise. Vers 7. Und jetzt kommt der Vers, der sagt, dass gegen alle Wahrscheinlichkeit du geschützt bist. Vers 7. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, mit eigenen Augen wirst du es sehen und zuschauen, wie dem Gottlosen vergolten wird. Denn du sprichst, der Herr ist meine Zuversicht, den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen. Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf den Löwen und die Otter wirst du den Fuß setzen, wirst den Junglöwen und den Drachen zertreten. Vers 14. Weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen, mein Heil. Wir haben am letzten Mal gehört, dass Gott ganz klar und deutlich sagt, dass er retten möchte, retten will und retten wird. Von Gottes Seite ist alles gegeben. Er hat ganz klar gesagt, ich möchte Menschen, die in der Krise sind, erretten. Und jetzt geht es heute darum, zu verstehen, wie ich den Schutz beanspruchen kann. Dieser Schutz, den Gott verspricht, ist nicht für alle Menschen. Nochmal, es geht um die Geschichte, wo Mose unterwegs ist mit dem Volk Gottes in der Wüste und sie sind in einer Kriegssituation und sie müssen kämpfen und sie haben Angst, dass im Kriegslager eine Seuche ausbricht. Und jetzt sagt Mose folgende Worte in dem Kontext. Er sagt, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Wir müssen uns die Wolke so vorstellen, es war ein Baldachin, es war eine große Wolke, die das ganze Volk abgedeckt hat. Und aus der großen Wolke kam ein Zipfel herab, die Wolkensäule, und die berührte dann die Stiftshütte.
Das heißt, Gott hat seinem Volk den ganzen Tag über einen Schutz gegeben gegen die heiße Sonne. Und wer in dem Schutz bleibt, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Du musst unter dem Schirm des Höchsten sitzen bleiben. Wenn du den Schutz haben willst, musst du sitzen und bleiben, wo Gottes Wille dich hingestellt hat. Du musst in dem Bereich bleiben, wo Gott dich haben möchte. Und dann, wenn du dort sitzt und dort bleibst, hast du den Schutz Gottes. Das Volk Israel musste umziehen, wenn die Wolkensäule und die Wolke weiterzog. Sonst war der Schutz weg. Sie mussten mitziehen, wenn Gott sich entschied, jetzt weiterzugehen. Manchmal dauerte es einige Tage, manchmal Monate, manchmal vielleicht sogar Jahre. Aber sie mussten sich immer dort aufhalten, wo der Schutz Gottes war. Im Neuen Testament zur heutigen Zeit gibt es einen Schutz, der noch besser ist als der Schutz des Baldachins, der großen Wolke, die das Volk Israel abdeckte. Und zwar kannst du dich schützen in Christus Jesus. Das Blut Jesu sowieso, aber sobald du in Christus bist, bist du geschützt. Wenn du in Christus bist, hast du Schutz. Es heißt in Epheser 2, Vers 6, und hat uns mit auferweckt, uns Christen hat Gott mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Wir sind in Christus Jesus und sind mit ihm versetzt worden in himmlische Region, wohlgemerkt im Geist. Und wenn wir im Geist dort bleiben, auf dem Sitz bleiben, in Christus, sind wir geschützt. Und ich sage dir eins, in der Corona-Krise bleib sitzen. Du bist mit Christus versetzt worden in himmlische Ortschaften, wenn du Christ bist. Und du bist in Christus, bleib in Christus. Komm nicht heraus aus Christus. Glaub nicht der Angst, glaub nicht der Panik. Hab deinen Frieden in Christus. Sitze da, wo Gott dich hingesetzt hat. 2. Korinther 5, Vers 17 sagt, dass alles Alte vergangen ist und sie eine neue Schöpfung ist geworden. Du bist ein neuer Mensch geworden. Du bist jetzt in Christus und du hast Schutz in Christus. Wie beanspruche ich den Schutz Gottes in der Corona-Krise? Wie beanspruche ich Gottes Fürsorge, Gottes Bewahrung in der Corona-Krise? Indem ich mir dessen bewusst werde, wo ich sitze und dort bleibe. Ich muss wissen, ich bin mit Christus eingesetzt an himmlische Orte. Und zwar sitze ich dort über jeder Macht, jeder teuflischen Macht, über jedem Virus bin ich mit Christus eingesetzt worden. Und von dort aus regieren wir in Christus im Geist. Wenn ich das weiß und in der Ruhe und im Glauben dort bleibe, in dieser geistlichen Position, werde ich keine Furcht und keine Angst haben. Übrigens, Christen sollten nie Angst haben. Wir haben ja schon das Große losgezogen. Wir haben ja schon ewiges Leben. Und nicht erst, wenn wir sterben. Es fängt hier und jetzt an. Aber wenn wir sterben, werden wir ewig leben. Wir sollten den Tod sowieso nicht fürchten. Aber wenn ich in Christus bin, habe ich einen Schutz. Zweitens, wie kann ich diesen Schutz beanspruchen, indem ich rufe, indem ich sage und rufe, Verse 2 und 15, Psalm 91, Verse 2 und 15, indem ich sage und rufe. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Vers 15, ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Wenn du sagst, dass Gott deine Zuflucht ist und deine Burg ist, dann geschieht etwas. Der Schutz wird aktiviert. Wenn du es aussprichst, wird der Schutz aktiviert. Wenn du es ausrufst, ruft er mich an, so will ich ihn erhören. In der geistlichen Welt geschieht alles über Worte. Gott regiert über Worte. Gott spricht und Dinge geschehen. Und wir als Kinder Gottes haben den Heiligen Geist und wir können auch Worte reden, Worte Gottes reden, wenn sie vom Geist inspiriert sind. Und wir können Dinge sagen, wir können Dinge binden und Dinge lösen. Wir können Gott mündlich zu unserer Zuflucht und Burg machen. Wenn wir das laut aussprechen und nicht nur beten zu Gott, sondern einfach laut aussprechen, Gott, du bist meine Zuflucht und du bist meine Burg. Wenn ich das ausspreche, hat das Gewicht. In der geistlichen Welt haben alle mitgehört, sowohl die Engel des Herrn als auch die dämonischen Mächte. Auch der Virus und alle möglichen Krankheiten haben das gehört. Dieser Mensch hat Zuflucht genommen bei Gott. Dieser Mensch hat Gott den Herrn zu seiner Burg gemacht. Und das ist zu hören
Und wenn das gehört wurde, auch in der geistlichen Welt, hat das eine Wirkung. Der Schutz ist aktiviert. Ja? Voice activated. Wenn du sagst, dann geschieht's. Wenn du sprichst, dann reagiert die geistliche Welt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Dinge mit dem Mund bekennen, nachdem wir im Herzen geglaubt haben. Komme ich gleich zu. Vers 15 nochmal, ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Gott sagt, ruf doch. Wenn du Angst hast, ruf doch. Wenn du Probleme hast, ruf doch. Ich will dich erhören. Gott hört auf dein Rufen. Er sagt, in der Not werde ich ihn hören. Und ich werde bei ihm sein in der Not. Ich möchte jetzt rüberschwenken zum Neuen Testament, Römer 10, Verse 9 und 13. Da schreibt Paulus ähnliche Worte. Er sagt, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Wow. Paulus sagt, sogar die Errettung, wo du nicht nur körperlich errettet wirst, sondern ewiges Leben bekommst, eine geistliche Rettung, geschieht wie? Über den Glauben im Herzen und das Bekenntnis mit deinem Mund. So funktioniert die geistliche Welt. Du glaubst es, du sprichst es aus und es geschieht. Und er sagt, dass in Psalm 91 ist das gleiche Prinzip. Da geht es genau so. Und zwar müssen wir sagen, dass der Herr meine Zuflucht ist und der Herr ist meine Burg. Wenn du morgen früh aufstehst und die Angst dir vielleicht hochkommt, nachdem du die Nachrichten gesehen hast, oder, dann sag es laut, der Herr ist meine Zuflucht. Der Herr ist meine Burg. Dann werden diese Angstzustände aufhören, da werden Ketten zerbrochen und alle geistlichen Mächte wissen Bescheid, dass Gott auf deiner Seite ist. Mit deinem Munde bekennen und im Herzen glauben. Vers 13, auch in Römer 10, da heißt es, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das gilt auch für Corona, das gilt auch für Krankheiten. Wenn du ein Problem hast, Angst hast, ruf den Herrn an und du wirst gerettet werden. Wie beanspruche ich den Schutz in der Corona-Krise? Ich muss reden, ich muss im Schutz bleiben und ich muss reden, ich muss ausrufen, ich muss Dinge bekennen. Und zwar nicht das bekennen, was mir vorgegaukelt wird, nicht das wiederholen, was die Nachrichten mir ständig sagen, sondern das bekennen, was die Bibel sagt. Und die Bibel hat eine ganz andere Sicht der Dinge. Wir sind zum Beispiel in den Wunden Jesu geheilt. Wir haben Schutz im Blut Jesu und. Bekenne die Wahrheit. Bekenne nicht das, was um dich herum gesprochen wird. Das nächste, du musst Gott zu deiner Zuflucht machen. Wenn du sprichst, der Herr ist meine Zuversicht, den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Du suchst Schutz bei ihm. Du suchst eine Lösung bei Gott. Und die Frage ist, gerade an uns Christen, an jeden, der jetzt schon gläubig ist, was war deine erste Reaktion, als die ganze Krise losging? Wo hast du Schutz gesucht? Ja? Und heute noch wollen viele Menschen, die wollen Schutz finden von Experten, von irgendwelchen Virologen, von irgendwelchen, die können noch helfen, wunderbar. Aber ich sage dir, die endgültige Hilfe kommt von Gott. Der wahre Schutz kommt nur von Gott. Er ist der Höchste, er ist über allen Krankheiten, über allen Problemen ist Gott. Und der Name Jesus höher als jeder andere Name. Deswegen, wenn du Schutz brauchst, dann mach ihn zu deiner Zuflucht. Emotional, wenn du nicht klarkommen solltest. Ich sage euch, ich bin völlig entspannt, mir geht es wunderbar, ich habe keine Angst. Aber wenn du emotional nicht klarkommen solltest und Angst hast, dann musst du dir Zeit nehmen und ganz klar zu Gott gehen. Zu ihm hinfliehen, nimm dir eine Auszeit, bete, hör Lobpreis, lies das Wort Gottes, tank geistlich wieder auf. Vielleicht machst du es gerade jetzt. Das nächste, wie aktiviere ich den Schutz in dieser Corona-Krise? Ich klammere, Vers 14, weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten. Nochmal, weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Weil er sich an mich klammert. Und das ist das, was wir jetzt machen müssen in dieser Zeit. Nicht an irgendwelchen Statistiken klammern, nicht am Fernsehen klammern, nicht an irgendwelchen Schutzmaßnahmen klammern, sondern wir müssen uns an Gott festklammern. Ich denke da an Jakob im Alten Testament, wo er eine Krise durchmachte, wo er seinem Bruder Esau begegnen musste. Und er hat eine Zeit verbracht in der Gegenwart des Herrn, bevor es soweit war. Er hatte Angst gehabt. Wie ging Jakob mit der Angst um? Er ging zum Herrn, er hat die Gemeinschaft mit Gott gesucht. Und siehe da, Gott kam. Und ich nehme an, das war Jesus. Er kam in der Gestalt Jesu. Und er hat, dieser Mensch, Gott in Menschengestalt, hat mit Jakob gerungen. Die haben gekämpft. Und als Jakob merkte, dass er nicht weiterkommt,
als Jakob nicht mehr konnte. Und der Kampf ging weiter und weiter. Da wurde er geschlagen von dem Engel, von Jesus wahrscheinlich, an die Hüfte. Dann ist er zusammengesunken. Aber er wollte nicht aufgeben. Das Einzige, was er tun konnte, klammern. Er musste ihn umklammert haben. Jakob klammert sich um Jesus. Und Jakob, wie Israel, wird zu Jakob. Andersrum, Jakob wird zu Israel. Jakob klammert Jesus und Jakob wird zu Israel. Jakob wird verändert. Die Angst ist weg. Und am nächsten Morgen kann er seinem Bruder Esau begegnen. Und ich sage dir, wenn du Angst hast in dieser Krise, musst du lernen, dich an Gott zu klammern. Umklammere ihn, nimm dir Zeit, verbring Zeit in seiner Gegenwart. Sag ihm, wie sehr du ihn liebst, wie sehr du ihn brauchst. Lass deine Emotionen freien Lauf, aber nicht irgendwo, bei irgendwem, sondern in der Gegenwart Gottes. Und dann klammere ihn, mach ihn zu deiner einzigen Rettung und klammere ihn. Sag ihm, wie sehr du ihn liebst. Und diese Liebesbeziehung wird dich durchtragen. Und die brauchst du für deine Rettung. Die brauchst du, um durchzukommen durch schwere Zeiten. Mose sagt auch, dass wer den Namen Gottes kennt, den wird er retten. Vers 14 nochmal, ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Gott hat viele Namen, unter anderem Jahwe Rapha, der Gott, der mich heilt, der Herr, mein Arzt, Jahwe Rapha. Wenn du Gottes Namen kennst, dann hast du Schutz. Und nochmal, durch das Aussprechen und das Beanspruchen mit deinem Herzen werden Dinge aktiviert. Warum gibt es die verschiedenen Namen Gottes? Warum nutzen verschiedene Personen in der Bibel verschiedene Namen Gottes? Weil sie sagen, diesen Namen, den brauche ich jetzt für meine Situation. Gott, du hast dich als der und der offenbart und so in der Situation brauche ich dich jetzt genauso. Deswegen nenne ich dich Jahwe Rapha. In der Corona-Krise ist er Jahwe Rapha. Natürlich ist er weiterhin Jahwe Jireh und El Shaddai und so weiter. Aber in dieser Zeit kannst du ihn anrufen und sagen, ich kenne dich, ich kenne deinen Namen, du bist doch Jahwe Rapha, du bist der Herr, mein Arzt. Wir haben heute einen Namen, der höher ist als jeder andere Name. Ein Namen, den wir anrufen können, das ist der Name Jesu. Philipper 2, Vers 9. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht. Wen? Christus. Und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Christus hat einen Namen, der über alle Namen ist. Christus hat einen Namen, der stärker ist als der Name Corona, also Coronavirus. Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zu ihrer Gottes des Vaters. Dieser Name ist der höchste Name. Und die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, kennst du diesen Namen? Wenn du Christ bist, kennst du ihn vielleicht. Aber akzeptierst du die Autorität dieses Namens? Er ist der Herr aller Herren. Er ist der König aller Könige. Er ist Gott. Er hat alle Macht im Himmel, in den Himmeln und auf der Erde. Das ist sein Name. Sein Name ist Jesus. In der Apostelgeschichte 4, Vers 12 heißt es, und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Und das ist der Name Jesu. Wenn du Angst hast, dann musst du den Namen Jesu rufen, ihn anrufen, seinen Namen bekennen. Da ist Kraft im Namen Jesu. Und wenn du das tust, wenn du diesen Namen beanspruchst, den Namen, der über allen Namen ist, dann wird er dich beschützen. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt, heißt es. Gott wird dich beschützen, wenn du seinen Namen kennst. Wisse, wer Gott ist. Und halte dir das vor Augen und glaub nicht den ganzen Dingen, die an dir nicht herangetragen werden, auch durch die Medien. Das Schöne ist, Gottes Ziel mit der ganzen Krise, mit der Situation, in der sich Moses damals befand, mit der Situation, in der du dich jetzt befindest, in der Corona-Krise, Gottes Endziel ist, dich zu erhöhen, dass du herauskommst aus der Krise und dass du stärker bist als vorher. Und weißt du, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und ich sage nicht, dass die Krise gut ist, nein, überhaupt nicht. Aber ich sage, dass du da durchgehen kannst mit Gott und gestärkt herauskommen kannst. Sowohl emotional als auch geistlich, vielleicht sogar körperlich gestärkt rausgehen kannst aus der Krise. Und Gott verspricht, er sagt, ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Vers 15, ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Gott möchte dich nicht nur irgendwie die Krise überstehen lassen, dich nicht irgendwie herausretten, er möchte dich am Ende zu Ehren bringen. Und es heißt in Vers 16, ich will ihn sättigen mit langem Leben
und ihn schauen lassen, mein Heil. Gott sagt, nee, nicht nur gerade so überleben, nicht irgendwie durchkränkeln, nein, ich will dich durchbringen durch die Corona-Krise und am Ende sollst du gesund rauskommen, sollst ein langes Leben haben und am Ende dann sein Heil schauen. Auch wenn du dann sterben solltest, irgendwann einmal wirst du nicht, wird dein Körper zwar sterben, aber du wirst ewiges Leben haben, du wirst Heil haben. Das ist Gottes Plan. Das heißt, für uns, die wir nahe dran sind an Gott, die wir Gott kennen, die wir ihn lieben, die wir Gemeinschaft haben mit ihm, wir haben nichts zu fürchten. Egal was kommt, Endzeit oder nicht, schwere Zeiten oder nicht, ganz egal, was wir jetzt gerade durchmachen, ob das nur eine Wehe ist, eine Phase ist, die wir durchmachen, egal was es ist, ich weiß eins, solange ich an Christus dran bin, wird am Ende mir alles zum Besten dienen. Ich werde gestärkt rauskommen. Das ist Gottes Versprechen. Und Gott hat nicht nur so Semi-Gewinner, nicht nur so, ja gerade so Gewinner. Gott hat uns zu mehr als Siegern gemacht, zu mehr als Überwindern. Er sagt, am Ende wirst du ein langes Leben haben und du wirst das Heil sehen. Jetzt komme ich zum Schluss und zum besten Schluss überhaupt. Der Psalm 91 war noch im Alten Testament. Mose war unter dem Gesetz gewesen. Und selbst Mose unter dem Alten, im Alten Testament beanspruchte all das, und seine Grundlage war der Bundesschluss mit Gott. Wir aber im Neuen Testament, die wir Jesus kennen, haben einen weit besseren Bund als den Bund, den Mose damals hatte, als er den Psalm 91 schrieb. Hebräer 8, Vers 6. Nun aber hat er einen umso erhabeneren Dienst erlangt. Christus. Als er auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt wurde. Wow. Das heißt, Psalm 91 war für das Volk Israel, es war ein tolles Versprechen von Gott, aber es war alttestamentlich. Und der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, dass wir als heutige, als neutestamentliche Christen einen noch besseren Bund haben, mit noch besseren Verheißungen. Wow! Nicht Psalm 91 vielleicht, nein, Psalm 91 und noch mehr gilt uns. Deswegen müssen wir keine Angst haben, wir können mit Glauben, mit Mut in die Zukunft schauen. Und wir werden durch die Krise durchgehen und wir werden als Sieger dastehen. Das Schöne ist, im alten Bund gab es nur den Mittler Moses, er war nun Mittler, aber im neuen Bund, da kommt der Vertragspartner persönlich. Jesus, der Mittler, nicht der Mittler des Bundes, Jesus, der Teilhaber des neuen Bundes, kommt persönlich. Das heißt in der Apostelgeschichte 10, 38, wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat, und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Das ist der neue Bund. Ja? Das heißt, Jesus zeigt uns, wie das im neuen Bund funktionieren muss. Ja? Er sagt, er ist gekommen und er hat alle geheilt, und zwar alle, die unter der Macht des Teufels waren. Sagt zwei Dinge. Erstens, alle, die krank waren, waren unter der Macht des Teufels. Und zweitens, er hat sie alle geheilt. Alle geheilt. 1. Johannes 3, Vers 8. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Und jetzt heißt es, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Die Werke des Teufels sind zerstört worden. Wir leben in einer Zeit, die besser ist als die Zeit des Mose. Die Werke des Teufels sind zerstört worden. Wir werden nicht nur beschützt davon, die Werke des Teufels sind für uns zerstört worden. Jesus kam persönlich und hat die Werke des Teufels zerstört. Keiner von uns muss heute unter der Macht des Teufels leiden. Jeder hat freien Zutritt durch Christus zu Gott. Jeder kann aussteigen. Und ich sage dir, ich mache nicht mit bei der Corona-Krise. Ich bin raus. Ich bin in Christus. Ich bin geschützt. Ich habe ewiges Leben. Und er hat die Werke des Teufels bereits zerstört. Ich will dich herausfordern, auch herauszukommen und nicht mitzumachen. Und wenn ich das sage, meine ich selbstverständlich nicht, dass wir uns nicht an gesetzliche Vorgaben halten. Das tun wir. Aber ich bin furchtlos, weil ich weiß, ich habe ewiges Leben und ich habe Schutz. Weil ich nicht nur Psalm 91 habe, sondern ich habe noch einen besseren Bund als Psalm 91. Ich bin in Christus. Ich habe ewiges Leben und ich habe Schutz. Und das Schöne ist, Jesus ist nicht nur gekommen, um uns zu ermutigen. Er hat uns den Heiligen Geist dagelassen. Und er bleibt bei uns bis ans Ende der Weltzeit. Jesus bleibt bei uns durch den Heiligen Geist bis ans Ende der Weltzeit. In der Corona-Krise ist Jesus bei dir. Er hat dich nicht verlassen. Auch seine Macht hat nicht irgendwie nachgelassen. Jesus ist nicht plötzlich krank und schlapp geworden. Er ist genauso mächtig wie vor 2000 Jahren. Er ist heute gegenwärtig. Er ist heute verfügbar. Du kannst heute zu ihm kommen und an diese Kraft anzapfen.
Du kannst heute zu ihm kommen und erleben, wie er dich schützt und wie er dich errettet. Wie geht das? Für alle, die schon gläubig sind, ich will es euch nochmal sagen. 3 Worte will ich dir mitgeben. Sitzen, rufen und klammern. Sitzen, rufen und klammern. Wie aktiviere ich heute als Christ den Schutz Gottes? Ich sitze dort, wo ich eingesetzt worden bin, nämlich zu Rechten des Vaters. Zweitens, ich rufe den Schutz aus über mich, über meine Familie. Und drittens, ich klammere. Ich verbringe Zeit in seiner Gegenwart. Ich verbringe Zeit mit Jesus. Ich sage ihm, wie wertvoll er mir ist. Ich bete ihn an. Und ich baue die Beziehung, die schon da ist, weiter aus. Wenn du aber Jesus noch gar nicht kennst, hast du ein reales Problem. Wenn du Jesus nicht kennst, dann hast du Grund, Angst zu haben. Weil jeder eines Tages sterben muss, ob mit oder ohne Corona, aber der Tod ist ein reales Problem für dich. Und ich sage dir, es gibt eine Lösung. Du musst dich nicht mehr vor dem Tod fürchten. Jesus ist gekommen, er hat den Tod überwunden. Und er möchte dir heute ewiges Leben geben. Und zwar nicht erst, wenn du stirbst. Er möchte dir hier und jetzt ewiges Leben geben. Ewiges Leben fängt im Hier und im Jetzt an und geht auf ewig weiter. Und heute kannst du dieses ewige Leben bekommen, indem du dich abwendest von der Sünde und Jesus Christus, den Namen anrufst, der über alle Namen steht. Und wenn du ihn jetzt anrufen wirst, dann wird er dein Leben verändern und du wirst geschützt sein in Christus Jesus. Ich möchte mit dir beten. Sprich mir einfach ein kurzes Gebet nach und erlaube Jesus Christus, dein Herr zu werden. Sag: Jesus, ich wende mich ab von meiner Sünde und ich entscheide mich, dir nachzufolgen. Bitte vergib mir meine Sünde. Sei du mein Herr, sei du mein Retter und sei du mein Schutz. Ich glaube, dass du für meine Sünden am Kreuz von Golgatha gestorben bist. Und ich nehme das Geschenk der Vergebung gerade jetzt an. Amen. Wenn du dieses Gebet von Herzen gebetet hast, sind dir soeben alle deine Sünden vergeben worden und du hast ewiges Leben bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, dich wiederzusehen nächste Woche zur gleichen Zeit auf dem gleichen Sender. Und bis dahin, möge der Herr dich segnen.